Noch wenige Stunden bis zur Party. Das Besondere? Alle Gäste dürfen nur Schwarz und Weiß tragen. Wafa Mohandes aus Dannenberg hat noch Probleme mit seinem Outfit. Black and White war die Party. Ich wollte ein weißes Hemd anziehen und es hat einfach nicht mehr gepasst. Also er hat nicht nur extrem zugenommen, sondern er war so richtig aufgequollen. Ursprünglich war er immer so der Dünnere. Bruder und Freunde machen sich lustig über den 30-Jährigen. Selber schuld, wenn man so gerne und viel isst. Freunde haben gesagt, du bist einfach zu fett geworden, sagten die zu mir. Mein Vater ist es auch wirklich sehr extrem aufgefallen. Jeden Abend dann noch beim Chinesen hier und da hat er immer gerne gegessen. Ab jetzt soll alles anders werden, mit Obst und Bewegung. Doch daraus wird nichts. Denn plötzlich bekommt er stechende Schmerzen in der Nierengegend. Und dann sind die Schmerzen auf einmal gekommen. Und dann habe ich halt natürlich meinen Vater angerufen. Ich habe auf einmal Schmerzen und ich weiß nicht, was los ist. Sein Vater ist Hals-Nasen-Ohrenarzt in Lüchow und empfiehlt erstmal Medikamente. Also im Großen und Ganzen ist dann Schmerzmittel am Anfang. Doch die helfen nicht. Denn jetzt geht es erst richtig los. So schlimm, dass Wafa Mohandes ins Dannenberger Krankenhaus muss. Verdacht auf Nierensteine. Die haben dann einen Ultraschall gemacht, weil ich gedacht habe wirklich, das wären die Nierensteine. Und dann waren dann wirklich so kleine Steine zu sehen. Er soll sich erst mal ausruhen und viel Wasser trinken, sagt ein Urologe. Doch die Schmerzen lassen nicht nach. Sein Vater macht sich Sorgen. Man ist dann ein bisschen auch sein eigener Sohn, seine eigene Familie. Der Arzt schickt seinen Sohn zu einem zweiten Urologen. Der nimmt sich viel Zeit und studiert akribisch jeden einzelnen Blutwert. Der hat mich dann gründlicher untersucht, auch mit Blutabnahme. Und dann fing ja da alles an, ja auch mit dem Diabetes dann. Warum hat man das nicht früher erkannt? Die Blutzuckerwerte sind dramatisch hoch. Wafa Mohandes hat Diabetes. Sollte ich dann nach Lüneburg ins Krankenhaus und dann mich dann dort behandeln lassen. Die Ärzte im Klinikum Lüneburg bestätigen die Diagnose und stellen ihn mit Insulin ein. Er trägt es mit Fassung. Man sagt ja, Diabetes ist eine Volkskrankheit. Und dann habe ich das einfach wieder locker aufgenommen. Dann habe ich gesagt, das kriege ich auch irgendwie gebacken, auf gut Deutsch gesagt, ne? Noch im Krankenhaus kommt ein neues Problem dazu. Heftige Rückenschmerzen. Aber dann, nachdem ich rauskam, wurde es immer mehr und mehr. Und dann bin ich immer dann zu meinem Orthopäden hingefahren. Und dann sagte ich so, Mensch, die Stelle tut weh, die Stelle tut weh. Der kam eigentlich so im August, kam er zu mir. Und dann hat er ganz so akut so im oberen Brustwirbelsäulenbereich Schmerzen gehabt. Und dann hat er auch irgendwie Flankenschmerzen gehabt. Bei Carsten Schwieder ist er nicht zum ersten Mal. Vor ein paar Monaten war es der Nacken und nun der Rücken. Faszientherapie soll helfen. Doch am Wochenende wird es schlimmer. Das war von Samstag auf Sonntag. Da bin ich ja wegen meinen Rückenschmerzen eigentlich hin. Und dann ins Dannenberger Krankenhaus. Die Ärzte nehmen ihm Blut ab. Anschließend würde er am liebsten seinen Vater um Rat fragen. Doch der ist auf einer längeren Reise. Denn die Ergebnisse sind ein Schock. Wafas Kaliumwert ist so niedrig, dass sein Leben in Gefahr ist. Der Mineralstoff Kalium reguliert den Flüssigkeitshaushalt und leitet Impulse in Nerven und Muskelzellen weiter. Bei zu wenig Kalium im Blut funktioniert das nicht. Das hat auch Auswirkungen auf die Herzzellen. So kann extremer Kaliummangel zu lebensbedrohlichem Kammerflimmern bis zum plötzlichen Herztod führen. Die haben aber dann festgestellt, mit meinem niedrigen Kaliumwert, ich soll dann halt in Intensiv bleiben. Dann ging es auf jeden Fall, Sonntag bin ich dann entlassen worden. Eine Ursache für den Kaliummangel finden die Ärzte nicht. Wafa Mohandes fragt sich, wie alles zusammenhängt. Seinen Vater will er im Ausland nicht stören.
Da hatte ich glücklicherweise Ferien, da war ich in Dannenberg in der Zeit. Sonst wäre ich halt auch nicht da gewesen. Da hätte halt keiner ihm direkt jeden Tag beiseite stehen können. Denn inzwischen macht jede Bewegung Mühe. Sein Bruder ist jetzt in ständiger Bereitschaft und kann einfach nicht fassen, dass niemand herausfindet, was Uafa hat. Also ich dachte anfangs auch erst, dass jetzt vielleicht irgendwas gebrochen maximal oder halt extreme Krämpfe. Jetzt auch noch Bauchkrämpfe, also den Notdienst alarmieren. Den hat an diesem Wochenende Orthopäde Carsten Schwieder. Er meint zu mir, da muss irgendwas anderes sein. Und dann sollte ich dann halt zu dem einen Facharzt wegen einmal im Darm und Magen gucken. Da war halt im Prinzip das naheliegendste das Krankenhaus in Dannenberg, wo er dann stationär aufgenommen wurde, weil ich dann noch dachte, gut, der Vater hat ja auch da Belegbetten und dann ist man dann erstmal ganz sicher, dass man da in richtigen Händen ist und dann eben weitergeleitet werden kann. Also wieder ins Krankenhaus. Dort wird Uafa Mohandes von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Wegen der Rückenschmerzen ist das eine Strapaze. Da war ich ja auch wirklich eine Woche. Und die haben dann halt CT, Röntgen, MRT gemacht. Die Ärzte können kaum glauben, was sie dann sehen. Sie zählen nach. Das kann doch nicht wahr sein. Bei dem Alter des Patienten. Und die haben dann festgestellt, dass ich 7 Wirbelbrüche habe. Bei den 50- bis 79-Jährigen haben sie Osteoporose in 12,5%, da haben sie, ja, da erwarten sie sowas. Aber bei so einem jungen Patienten darf sowas nicht sein. Das ist ein 30-jähriger junger Mann, die halbe Wirbelsäule durchgebrochen ist. Das darf eigentlich nicht passieren. Weil das können sie, das ist kaum korrigierbar. Uafa Mohandes ist entsetzt. Die Brüche haben ihn schrumpfen lassen. Und zwar deutlich. Insgesamt ca. 12 cm. Also ich bin von 1,83 Meter auf 1,71 Meter geschrumpft. Die Röntgenbilder lassen keinen Zweifel. Es ist Osteoporose. Schon 7 von 12 Brustwirbeln sind zusammengebrochen. Durch diese Osteoporose, durch den Knochenschwund, kommt es dazu, dass die Wirbel immer weniger tragen können. Und irgendwann knackt es. Die Wirbelbrüche sind noch frisch. Offenbar ist das, was seinen Körper angreift, erst seit kurzer Zeit aktiv. Norbert Messerschmidt muss neu ansetzen. Im Labor fällt ein bedrohlicher Wert auf. Uafas Körper produziert in hohem Maß das Stresshormon Cortisol. Das würde auch den niedrigen Kaliumwert erklären. Wenn man sagt, hoher Cortisolwert, dann muss ja irgendwas nicht stimmen. Ne? Und die haben mich ja auch, die Ärzte, ja gefragt, ob ich Cortisol missbrauche und Cortisol-Tabletten nehme und so weiter. Ich habe gesagt, nee, gar nicht. Übergewicht und Diabetes. Kaliummangel und Osteoporose. Dazu hohe Cortisolwerte. Gibt es einen gemeinsamen Nenner? Steckt eine Hormonerkrankung dahinter? Da geht einfach das rote Licht an und man weiß, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Der kam dann irgendwann dann ins Zimmer rein und hat dann halt diese Verdachte gesagt dann, und dass ich dann halt wirklich halt nach Hamburg sollte, also halt zum größeren Krankenhaus, speziellen Arzt, weil ein größeres Blutbild und alles. Die Ärzte beraten sich. Uafa Mohandes muss sofort zu einem Hormonspezialisten. Nur zu wem? Der Orthopäde Carsten Schwieder kennt den Endokrinologen Jens Jakobait und ruft ihn an. Wie ich das Herrn Jakobait geschildert habe, dass er auch gesagt hat, der muss jetzt sofort kommen. Und deswegen hat das dann gleich 2 Tage nach seiner Entlassung hat's geklappt. Und dann war das auch gut. Der Hamburger Hormonspezialist sieht auf den ersten Blick. Dieser Mann ist schwer krank. Er kam zu mir mit Gehhilfen, starken Schmerzmitteln, stark, also wirklich reduziertes Allgemeinbefinden. Das ist mit 30 Jahren, da muss was ganz Schlimmes dahinter stecken. Und dann ist immer die erste Frage, haben Sie ein Passfoto dabei? Er vergleicht das alte Passfoto mit dem derzeitigen Gesicht. Dieses Gesicht ist nicht blass, sondern wie ein Mond, sondern ist hochrot. Also ein hochrotes, rundes Vollmondgesicht. Dann lässt er sich die Haut zeigen. Auffällige Dehnungsstreifen. Und so rote
ganz viele Streifen am Unterbauch und auch in der Lenden, Lumbal. Und das ist ganz typisch für ein bestimmtes Krankheitsbild. Er hat dann auch noch gefragt, Lust auf Geschlechtsverkehr und alles. Ne? Da hatte ich aber auch keine Lust gehabt dazu. An einigen Stellen sind die Haare ausgegangen. Und die Haut ist dünn wie Papier. Ich hatte meine kompletten Beinhaare verloren. Ich hatte Wasser in den Beinen. Muskelkraft ist verschwunden. 15 Kilo Gewichtszunahme. Der Diabetes mit Insulinpflichtigkeit. Diese schlimmen Wirbelkörperfrakturen und diese körperlichen Veränderungen, die waren eigentlich ganz schnell in eine Richtung verdächtig. Dann wusste er gleich sofort Bescheid, was ich hatte. Alles beginnt im Gehirn. Dort sorgt die Hypophyse für die Steuerung von Hormonen. Bei Morbus Cushing funktioniert das nicht richtig. Die Folge? In der Nebenniere wird Cortisol im Überschuss produziert und ausgeschüttet. Das bringt den Körper aus dem Tritt. Daher der Leistungsabfall, der Kaliummangel, der hohe Blutzucker und die Vermehrung der Fettzellen. Und die zerstörten Knochen, Osteoporose. Die Hypophyse ist das zentrale Steuerorgan für alle hormonellen Vorgänge. Wir müssen sich vorstellen, wie ein Tower am Flughafen. Alle Bewegungen oben drüber, Anflug, Abflug, Bewegungen auf dem Vorfeld, das macht die Hypophyse. Endlich eine Diagnose. Doch er kann sich nicht darüber freuen. Er ist mit den Nerven am Ende. Also ich habe noch nie so geweint im Leben wie in dem Tag. Die ganze Fahrt zurück. Die Taxifahrerin, die nette Taxifahrerin, die hat mich dann natürlich beruhigt. Er sagt, das wird schon, das wird schon. Inzwischen weiß er, dass Morbus Cushing durch einen Tumor ausgelöst wird. Der muss sofort gefunden werden. Denn die Krankheit kann tödlich enden. Ouafa will sich mit seinem Vater beraten. Der ist zurück von der Reise und schockiert, dass er seinen Sohn als schwer Kranken wiedersieht. Er konnte sich dann wirklich kaum bewegen. Er konnte sich nicht, er konnte nicht sitzen, nicht mal Treppe hochgehen, nicht mal das dann auch sich waschen, bewegen. Also es war mehr oder weniger eine hundertprozentige, sagen wir, Pflegefall. Wenige Tage später hat Ouafa Mohandes wieder einen Termin in Hamburg. Im UKE sollen die Endokrinologen den Tumor aufspüren. Der ist oft so klein, dass ihn die Ärzte kaum entdecken können. Eine Computertomographie bringt den gewünschten Fahndungserfolg. Doch der Tumor sitzt auf dem Sehnerv. Da war ein 3x3x4 mm großer Tumor in der Hyperphyse. Das ist ultra klein. Aber der Tumor war der Bad Guy, der böse Junge. Da hatte ich aber auch wirklich in Angst. Ich habe echt schon anfangs gedacht, die würden mir gleich hier vorne den Kopf aufmachen und das dann da irgendwo rausholen. Das war so mein Bedenken. Eine Woche später wird er operiert. Ein Eingriff unter höchster Konzentration. Denn Hypophyse und Sehnerv dürfen nicht beschädigt werden. Als ich es auf dem linken Sehnerv hatte, sind die ja dann durch die Nase gegangen. Haben dann da den Tumor dann entfernt. Es ist so gut operiert worden, dass die anderen Funktionen der Hypophyse nicht gestört worden sind. Und unmittelbar nach der OP sinken auch die Cortisolwerte. Schon nach wenigen Tagen kann Ouafa Mohandes nach Hause. Jetzt muss sich der Körper an die Veränderungen im Hormonhaushalt gewöhnen. Auch der erhöhte Blutzucker ist so gut wie verschwunden. Das größte Problem sind die Knochen. Er muss einfach wieder das Knochengerüst aufbauen, also die Osteoporose im Grunde genommen bekämpfen. Gibt es hervorragende Medikamente heutzutage. Im Alltag stabilisiert ein Korsett sein Rückgrat. Der erste Schritt, um wieder arbeiten zu können. Erstmal nur für ein paar Stunden, um zu gucken, wie mein Rücken das mitmacht. Dann, ne? Ich denke, funktional wird er wieder alles ganz normal schaffen, wie er es eigentlich auch vorher gehabt hatte. In seinen Job als Hörakustiker ist er inzwischen wieder eingestiegen. 3 Stunden pro Tag schafft er schon. Und die Hoffnung, irgendwann wieder Motorrad fahren zu können, hat er auch noch nicht aufgegeben.